nicht anders hinsetzen. Tut mir leid, dass ihr es alles mitkriegt. So. Wow. Ah ja, die Magier sind relativ geschützt gegen Magieangriffe. Das sollte man gesagt haben. So. Haben wir es jetzt mal bald? Quasar. Erinnert mich gerade an Vasa. Wie Quasar. Was brüllt ihr beide so? Ich hab doch nichts gemacht. Alter. Rein auch mit uns. Aber in den Liftschacht. Wir waren in der Außenwand. So. Das Leben. Ah ja, nicht nur gegen jede Magie sind sie geschützt. Das ist falsch. Denn mit Stopp sind sie relativ anfällig. Und Stopp, das ist das Einzige, wo sie anfällig sind. Da, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Bam, 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 bam. Das ist so geil. So, weiter geht's. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Erker des Schlosses oder so. Keine Ahnung. Da kann ich nicht nachgucken. Danke, Donald. Ich bin ja nur der Hauptprotagonist. Ist ja egal, wie ich drauf gehe. So, natürlich holen wir uns die Truhe. Das ist, war ja irgendwie zu erwarten. Spirit Gummi, oh yeah, jetzt haben wir voll die Gummis. Mein Gott, kann ich glaube ich mal mit diesem Witz aufhören, das ist nervig. Ist ja echt schon mittlerweile langweilig, dieser Witz. So. Es hat sich eine Treppe gebildet. So. Liftschacht. Und weiter nach oben. So. Heal. This should help. Kapelle. Ab gleich in die Kapelle.
So, I see the path has emerged at last. Yes, the keyhole to the darkness. Unlock it, and the Heartless will overrun this world. What do I care? The darkness holds no power over me. Rather, I will use its power to rule all worlds. Such confidence. Oh. Ah, impossible. The princesses of heart are all here. It must be her. Without her heart, she will never be able to release her power. The king's fools are here. I'll deal with them myself. You stay here and guard the princesses. Ja. Okay. Okay. Malefiz, du bist geschlechtet. I'm afraid you're too late. Any moment now, the final keyhole will be unsealed. This world will be plunged into darkness. It is unstoppable. We'll stop it. After coming this far, there's no way we're gonna let that happen. You poor, simple fools. You think you can defeat me? Me, the mistress of all evil! Oder auch nicht. Du bist nicht böse, Mädel. Boom! Okay, Malefiz. Malefiz. Ist relativ. Wie man sieht. Ja, ich dachte noch gerade voll einfach. Aber so eigentlich, sie lässt dich schön schlagen. So. Ja, es ist Relativum. Die erste Ja, Trick ist hier. Eigentlich ist der Trick hier, einfach in der Mitte zu bleiben. Unter ihren, Sockel und nicht rausgehen, bis ihre Phase abgeklingt ist. So. Und, weil ich keine Mana habe und, Item sparen will, kommt jetzt unser guter Freund Bambi, unsere gute Freundin Bambi zu, zur Benutzung, nein, zum, Kampf und wird uns Mana spenden, like a boss. Na 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 na. Frag mich nicht warum. Oh Mann, Junge, Mann, die geht. Oh, geht die mir auf die Nüssel. So, tschüss. So, und... So. Ja, es ist, wie gesagt, es ist relativ easy. Ja.
So, jetzt ist sie nämlich gefangen. So. Das war's eigentlich schon. Wir haben sie schon wieder geklatscht, die Alte. Schon wieder nicht, aber wir haben sie geklatscht. Wir haben sie an die Wand gespielt. Sie hat keine Chance. Wieso verpissen sie sich immer? Donald hat Schamane erhalten. Anzeigebericht 5. Warum verpissen sie sich immer? Mann. Nein, natürlich nicht. Hier gibt's einen Save Point. Sie hat sich nur zurückgezogen. Denn der zweite Kampf findet sich genau dahinter. Die zweite Phase. Um genau zu sein. Und irgendwie ist sie auch episch. Die zweite Phase, finde ich. Bei Leutz. Guckt selber. Seht selber. Mann, da muss ich wieder mitten in einem Kampf cutten. Do you need some help? Riku! Is that? Yes, a Keyblade. But unlike yours, this Keyblade holds the power to unlock people's hearts. Allow me to demonstrate. Behold! Now, open your heart. Surrender it to the darkness. Become darkness itself! Oh, this is it. This power! Darkness. The true darkness! Ich sagte doch, der Kampf wird episch. Ja, mein Freunde. Sie ist eine fucking Drachen geworden. Eine fucking großen Drachen. Malefiz, der Drache. Jo. Und hat eine mega riesig große Lebensleiste. Und macht gar nicht. Macht gar nicht wenig Schaden. Jetzt wisst ihr, warum ich. Aua! An. Junge Mann! Hast du noch andere Hobbys? Die setzt mir gerade echt zu. Setzt mir echt gerade hart zu. Muss ich mal. Aua. Muss ich mal gestehen. War da nicht auch irgendwie ein Trick, dass man sie Dauerfeuer machen könnte? Wie man in anderen Bereichen sagen würde, Backdash Cancel? Ja, man kann schon mal woanders hin. Stimmt, man muss ja auch eine Minute haben, wo man sich irgendwann mal regenerieren kann. So, jetzt komm her! Wow! Na, ach komm, Alter, dass ich immer unterbrochen werde in Vita! Dieser Boss! Bitch, please! Mann! Immer wieder werde ich in Vita unterbrochen. Wir sind zu schwach. Kein Scherz. Ich weiß, der Bosskampf war stark. Dass die Alte echt stark war. Aber so doch nicht. Wir sind zu schwach. Welches Level war ich denn? Damals. Gut, ich muss sagen, ich habe auf leicht gespielt. Da war ich maßlos überpowered, das weiß ich. War ich da 70 oder 80 schon? Hatte ich da einen Schaman? Einen Hordler? Oder hatte ich einen Allianzer? Ich weiß nur, dass sie nicht so hammerhart krass war. Ich hatte auch Ragnarok gehabt.
Oder Ragnarök, oder? Hatten wir. Kann man das dann schon. Weil ich bin der Meinung, das war voll. Viel, viel einfacher damals. Gut, wie gesagt. Es war. Nee. Naja. Ich blubber hier was von. Ne? Von Ragnarök, aber Ragnarök. Wann kriegen wir dann Ragnarök? Ich bin nicht der Meinung, ich war stärker. Ah ja, und wir haben Trotzkopf außerdem gelernt. Mit Level 48. Ich bin der Meinung gewesen, ich war echt stärker. Bin ich echt der festen Überzeugung, Leute. Oder war ich auf dem Level, weil ich leicht gespielt hatte. Aber ich war doch nicht unter 40. Also nicht unter 50. Oder stelle ich mich einfach nur wieder so blöd an? Weil der Kampf ist... Ich weiß, dass der Kampf echt mies war. Er war wirklich mies. Weil die wirklich hardcore Bombs Away macht. Aber doch nicht so! Ich bin nicht der Meinung, dass es so hart war. Bin ich echt der Meinung? Das kann nicht so hart gewesen sein. Ich glaube, ich muss echt trainieren. Es tut mir leid, dass ich mich vielleicht maßlos dann überpower, aber ich bin echt der Meinung, ich war stärker. Ich war nicht unter 50. Damals schon nicht. Da war ich jünger. Und da hatte ich den damals, mit meinem Skill damals, mit Wiegen und Brechen hingekriegt, diesen Kampf. Der Kampf danach, der war noch schlimmer. Aber ich bin echt der Meinung, ich war stärker. Ich glaube, ich war Level 60 oder so. Würde ich mich jetzt nicht machen, aber 55 würde ich jetzt gern schon sein. Oder? Ja. Oder 57. Da wären wir nämlich Rotator. Aber ich weiß auch, dass meine Leute auch ganz andere Zauberstäbe hatten. Bin ich echt der Meinung. Leute, es tut mir echt leid, aber ich level da lieber. Jetzt natürlich offscreen, aber das ist mir sonst echt zu blöd. Ich mag es echt hart. Ich mag es wirklich hart. Also kampftechnisch. Aber bei so einer. What the fuck? Außerdem können wir uns nochmal die geile Cutscene angucken. Darum würde ich echt sagen, ich gehe jetzt in den Accessoire-Laden, guck da rein, was wir da kaufen können. Was wir schmieden können. Guck doch mal eben in den Itemladen rein. Geh nochmal nach Geppetto. Und dann mache ich Folgencut. Also, nämlich aufzunehmen. Und Level. Ganz ehrlich. Und allgemein sollte ich mal aufhören aufzunehmen, weil ich habe viel zu viel aufgenommen mittlerweile. Weil. Wie viele Minuten haben wir jetzt aufgenommen? Wie viele Minuten bin ich jetzt? Bei 40. Davor, ich habe aber irgendwie noch. Was sind die, wie viele Folgen? Wir können immer noch nichts schmieden. Mann, das kotzt mich an. Ich bin echt am Überlegen. War ich echt so schwach auf der Brust? Bin ich echt so verdammt schwach auf der Brust mit dem Charakter hier? Oder liegt es wirklich alleine, dass ich das Spiel ewig nicht so in dem Schwierigkeitsgrad gespielt habe? Weil ich hatte damals bestimmte Kämpfe schon Probleme. Ja, hier gibt es keine neuen Stäbe. Oder Waffen oder so. Das Problem ist, ich werde halt immer unterbrochen in Vita. Und ich gucke jetzt mal, wann wir mit Sora, erste Wahl Schwert, die Fähigkeit erlernen, die wir brauchen. Nämlich gar nicht. Wir erlernen niemals Kräuterschutz. Doch, Kräuterschutz. 69. Die 69er Stellung. Dann lernen wir erst Kräuterschutz, dass wir in Vita nicht mehr unterbrochen werden können. Ja, also so hart will ich mich jetzt auch nicht leveln. Ich will am Ende Level 99 sein. Oder Level 100. Wieso Level 100? Ach, nur in der Final Mix wahrscheinlich.
FFS Aerith. Leon V6. Ich gehe jetzt auch nochmal eben zu den Dalmatinern. Weil, wir haben jetzt einige Dalmatiner gefunden, das heißt, wir kriegen da Items. Weil wir kriegen da auch eine verlorene Seite her. Die beste Gear-Animation der Welt. Ich könnte mich auch gleich auf Level 100 trainieren. Na, obwohl, da gibt es ein bisschen wenig Erfahrung für. Aber, es habe ich gar keine Lust zu so hoch zu trainieren, weil es langweilig irgendwann doch wird. Weil man einfach zu OP ist. Gut, gegen Sephiroth oder Polaris später. Da, okay, gegen Polaris nicht, aber gegen Sephiroth sollte man schon Level 100 sein. Weil da hat man wirklich alles, man hat wirklich die stärkste Scheiße, man ist Bombe, man ist der Shabu vs. Babu, gleichzeitig der Killer hoch 10. Aber Level 60 mache ich mich jetzt doch. Mit Level 60 mache ich mich, das sollte klappen. Wir können diese Sequenz überspringen. What the fuck? Verlorene Seite. Mithril. Final Elixir. Wow, sind wir schon weit. Guck mal, man kann hier nicht mal das Schwert zücken oder nicht mal rollen. Das ist so gut gemacht. So richtig freundlich. So richtig lieb halt. So richtig Nintendo, wo ich dachte. So richtig Disney. Muss man mal sagen. Disney zeigt nie Möbels. Naja, aber kein Scherz, aber ich level mich jetzt wirklich ein bisschen höher. Wir haben schon Trotzkopf. Darum. Das ist wichtig gewesen. Trotzkopf ist einer der wichtigen Sachen. Weil du überlebst halt mit einem HP. Bloß es hat uns ja eben nichts gebracht. Hat man ja gesehen. Oder? Deshalb, tut mir leid, ich gehe jetzt leveln. Aber erst. Scheiße, wir kommen gar nicht so ran. Mist. Ja, man merkt, ich habe Probleme mit dem Gegner. So. Immer noch ins Target. Das ist so geil gemacht, dass sie sich eigentlich ins Target nehmen. Aber egal. Ich nehme jetzt echt. Ich level jetzt echt. Also ich renne jetzt nebenbei die 4-5 Stunden, die ich mittlerweile jetzt aufgenommen habe, durch. Okay, trainieren nebenbei. Weil, es hat so keinen Sinn. Ja, und das ist hier die einzige Chance, nochmal ranzukommen. Ich gucke auch nochmal, ob die Truhe offenbar ist. Nein. Aber es hat sonst einfach keinen Sinn. So. Also würde ich sagen, haut da rein. Cheerio. Bis dann. Ciao. Warten wir nochmal in 15 Sekunden. Weil dann kann ich genau bei einer gewissen Zeit cutten. Tja, wir sehen uns dann wieder bei Level 60. Also 11 Level. Ganze Level. Okay, Leute. Bis dann. Haut da rein und cheerio. Ciao.